method of madness, guerrilla harmony, we blacked out. Muscle through the rubber noses, jungle fog the mask out. Blood art to your neck, a slingshot, silent gas, the last house. While we the metaphors, we over minds, they back. Hey ho Leute und herzlich willkommen zum neuen Video. Ja, heute geht's mal um Itachi, nämlich um Itachis Akatsuki-Beitritt, warum er genau Akatsuki beigetreten ist. Weil manche haben das nicht mehr so ganz in Erinnerung, manche haben es irgendwie vergessen oder sowas. Und ich hatte das Video ja schon letzte Woche geplant, aber ja, hat sich jetzt wohl auf ihr heute verschoben. Und da ich sowieso vorhabe, mehrere Videos über Itachi zu machen, über einzelne Storystränge von Itachi oder so, passt es eigentlich gut, weil ich hatte ja schon mal ein Video dazu gemacht, wie Itachi Schulenprüfung aussah. Das werde ich auch am Ende in der Endcard verlinken für die, die es nicht gesehen haben. Und ja, fangen wir einfach an. Eigentlich ist das ganz kurz und leicht erklärt, nämlich als Itachi den Auftrag bekommen hat, den Uchiha-Clan abzuschlachten. Da hat er ja noch die Wahl bekommen, dass er einen am Leben lassen darf und so, nämlich Sasuke. Und er war sich da noch nicht ganz sicher, obwohl er sich eigentlich doch sicher war, dass er den Clan abschlachten wird. Aber er hat die Situation gut ausgenutzt, weil er wusste, dass Madara, eigentlich Obito, irgendwo in der Nähe war. Und dann hat er erstmal mit Obito darüber gesprochen, was hier mit ihm abgeht, warum er hier ist, wie er durchgekommen ist und so. Und Obito hat das geschockt, dass er von seiner Existenz wusste. Dann hat Obito halt darüber geredet, dass er einen Hass gegen die Uchihas und Konoha in sich trägt, weil er spielt ja Madara und die Uchihas haben ja früher Madara hintergangen und deswegen schiebt Madara sozusagen den Hass auf die Uchihas. Und Itachi hat ihm das Angebot gemacht, dass Madara, also Obito, mit ihm den Uchiha-Clan abschlachtet, abgesehen von hier Sasuke. Aber dafür sollte er Konoha in Ruhe lassen. Und das war auch der Hauptgrund, warum er auch Akatsuki beigetreten ist, nämlich ist es ja dieser Deal. Solange Itachi in Akatsuki war, durfte Obito Konoha nicht angreifen. Und das war halt der Grund, warum Itachi halt in Akatsuki war. Das war halt zum Schutz von Konoha, weil dieser Deal hat halt Obito davon aufgehalten, Konoha anzugreifen. Weshalb auch der Pain-Krieg so spät erst zustande kam, weil Itachi hatte ja noch gelebt und als Sasuke dann Itachi umgebracht hat, in Anführungsstrichen, ja, wurde halt das Versprechen gelöst, weil Itachi nicht mehr am Leben war und somit konnte man dann Pain nach Konoha schicken. Weshalb wir es auch irgendwie Itachi zu verdanken haben, dass alles in Konoha noch irgendwie bis dahin gut lief und alles. Aber Joram, mir gibt's da, denke ich mal, nicht zu sagen, weil wie gesagt, nur so ein kleines Detail, so eine kurze Sache, die manche wahrscheinlich nicht mehr so ganz in Erinnerung haben und die Erinnerung wollte ich halt einfach wiederbringen und so, damit ihr da Bescheid wisst. Und ja, ich hoffe, ich hab's nicht zu kompliziert erklärt oder so. Ich werde mal oben rechts eine Umfrage machen, ob's gut erklärt war oder ob ich euch damit weiterhelfen konnte und so. Und schreibt mir gerne in die Kommentare rein, ob ich das vielleicht ein bisschen zu wirr erklärt habe oder so, weil ich bin mir da gerade ehrlich gesagt unsicher, aber egal. Jedenfalls war's das dann mit dem Video. Schreibt mir in die Kommentare rein, was ihr noch so über die Itachi wissen wollt. Vielleicht werde ich mir da ein paar hier Ideen rauspicken, die ich schon irgendwie behandeln werde. Dann war's das mit dem Video und ich verabschiede mich auf Wiedersehen.